Hallo zusammen. Jetzt geht's los mit der Vorlesung Theoretische Grundlagen der Informatik. Anscheinend sind Sie alle hier richtig, sonst würden einige aufstehen und wieder gehen. Also Theoretische Grundlagen der Informatik, für die meisten von Ihnen wahrscheinlich eine Pflichtveranstaltung im Bachelor Informatik, drittes Semester. Ja. Bei der heutigen Vorlesung, die praktisch die einführende Vorlesung ist, geht es erstmal um Organisatorisches und dann im Wesentlichen um die Wiederholung von Grundbegriffen, die Sie schon aus GBI kennen. Ich werde Ihnen natürlich sagen, was Sinn und Zweck der Vorlesung ist, und Sie werden zumindest am Anfang den Eindruck haben, da habe ich doch schon mal von gehört. Ich sage gleich aber noch was dazu, wie das einzuschätzen ist. Okay, dann kommen wir zum Inhalt der Vorlesung. Also worum geht es in der theoretischen Informatik? Naja gut, es geht um die theoretischen Grundlagen zu Algorithmen und Programmentwurf. Wir wollen ja allgemeingültige Aussagen machen, die unabhängig sind von einem konkreten Rechner oder einer konkreten Programmiersprache, was automatisch bedeutet, dass wir abstrahieren müssen. Ja, wir brauchen ein Modell für einen Computer, um Aussagen machen zu können, was ein denkbarer Computer kann und was er vielleicht nicht kann. Ja. Und das ist eben auch so eine durchgehende Frage. Sozusagen die Beschränkung von ja, Computern, Modellen von Computern. Gibt es Probleme, die von bestimmten Berechnungsmodellen nicht gelöst werden können? Gibt es Probleme, die im Prinzip von keinem denkbaren Berechnungsmodell, das eine Abstraktion von einem echten Computer ist, gelöst werden können? Unter denen, die gelöst werden können, gibt es da Komplexitätsunterschiede. Diese Fragen zu beantworten, bringt automatisch mit sich, dass wir ich sag mal, so eine gewisse Menge an Negativaussagen haben werden. Ja? So, das geht nicht oder das stimmt, das Problem zu lösen, ist sehr schwierig. Vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zu so einer Veranstaltung wie Algorithmen 1 oder Algorithmen 2, wo man sich ein Problem vornimmt und sagt, so, wie kann ich das denn lösen und das möglichst effizient. Aber da berühren sich natürlich auch diese Gebiete, also Algorithmenentwurf und theoretische Informatik. Sozusagen die theoretische Informatik zeigt Ihnen teilweise die Grenzen auf für Ihren Algorithmenentwurf. Aber die Art der Problemstellungen, die behandelt werden, konkret, die sind sehr ähnlich. Ja, also das heißt also, neben dem unmittelbaren Berührungspunkt zu Grundbegriffe der Informatik, in der einige Dinge, die hier vorkommen, schon mal so ganz oberflächlich eingeführt wurden, gibt es wahrscheinlich die größten Berührungspunkte zur Vorlesung Algorithmen 1. Weitere Berührungspunkte gibt es sicher zu, ja, Programmiersprachen diesem Thema, denn die Sprachen und Grammatiken, die wir hier behandeln, haben natürlich mit konkreten Programmiersprachen zu tun, wenn auch nicht direkt, sondern im Sinne einer Abstraktion. Also, es geht sehr viel um Abstraktion, also wie kann man konkrete Computer abstrakt modellieren und betrachten und Aussagen darüber machen. Wie kann man konkrete Programmiersprachen abstrakt beschreiben oder modellieren? Also in der Vorlesung geht es um einen vertieften Einblick in die Grundlagen der theoretischen Informatik und wie ich schon sagte, gewisse Begriffe sind in Grundbegriffe der Informatik auch schon vorgekommen, aber hier geht es dann darum, dass wir so was wie Beherrschen der Begrenzungs der Berechnungsmodelle, Beweistechniken
der theoretischen Informatik üben. Das heißt also, Sie haben das eine oder andere in Grundbegriffe der Informatik schon gesehen, aber eher so auf der Ebene gelernt, ja, das Halteproblem ist nicht entscheidbar, ohne dass Sie es bewiesen haben, oder bestimmte Probleme sind NP-schwer. Ich glaube, dieser Begriff ist auch gefallen in Grundbegriffe der Informatik, aber ohne dass Sie wirklich die entsprechende Theorie aufgearbeitet haben und entsprechende Beweise geführt haben. Hier in der theoretischen Informatik, in dieser Vorlesung, werden sehr viele Beweise geführt. Das heißt also, wir haben da durchaus mathematische Beweise zu führen. Ja. Das hat den Effekt, dass meistens die Leute, die auch Mathematik gerne machen, die theoretischen Grundlagen der Informatik schön finden. Und das ist wirklich auch intrinsischer Inhalt der theoretischen Grundlagen der Informatik. Wir wollen Aussagen treffen, die wir wirklich beweisen können, und wir wollen sie auch beweisen. Und das bringt auch mit sich, dass gewisse Beweistechniken durchgängig durch die Vorlesung immer wieder auftauchen. Sozusagen Technik der Reduktion, ein Problem auf ein anderes reduzieren. Das ist ein durchgängiges Prinzip innerhalb der theoretischen Informatik. Und wie gesagt, es geht um das Verständnis für Grenzen und Möglichkeiten der Informatik in Bezug auf Lösung von definierbaren, aber nur bedingt berechenbaren Problemen. Also so ganz grundlegende Frage, gibt es Probleme, die nicht berechenbar sind? Aber darüber hinaus auch die Frage, gibt es Unterscheidungen bezüglich der Komplexität bestimmter berechenbarer Probleme? So. Es ist durchaus Inhalt der Vorlesung, auch solche Beweistechniken zu lernen. Ja? Nicht nur einmal zu sehen, aha, das ist bewiesen worden, ist okay, sondern auch, dass Sie diese Techniken verinnerlichen und selber auch anwenden können. Na, das ist ja super. Bis ich es schaffe, das abzustellen, werden Sie dann meine Vorlieben bei YouTube oder sonst was anscheinend dann kennenlernen. Okay, so, also, jetzt, es geht um die Wiederholung von bestimmten Begriffen, die Sie in GBI schon hatten. Das ist auch im Wesentlichen heute das, aber ich warne mal gleich, ja. Ich habe das schon öfter erlebt, dass dann nach den ersten zwei Vorlesungen so die Hörer dann weggeblieben sind, so nach dem Motto, ach, das haben wir alle schon in GBI gemacht. Da kommt sehr schnell Neues, ja. Und auch die Themen, mit denen Sie in GBI dann schon in Berührung gekommen sind, werden hier deutlich vertieft betrachtet. Das heißt also, sehr schnell merken Sie, oh, da wird jetzt was bewiesen oder ein Verfahren behandelt, das haben wir so in GBI noch nicht gehabt. Ja. Ich würde Ihnen durchaus empfehlen, jetzt auch die Wiederholung mit Sinn und Verstand sozusagen sich anzuhören, denn man hat ja nicht immer alles, was man mal gelernt hat, präsent. Und es ist eigentlich ganz gut, wenn Sie jetzt sofort anknüpfen können an Begriffen, die Sie schon gehört haben und dann darauf aufbauen und weitermachen können. So, und Begriffe, die Sie natürlich schon gehört haben in GBI, ist der Begriff von Sprachen und Wörter einer Sprache, formale Sprachen, reguläre Ausdrücke, endliche Automaten, kontextfreie Grammatiken. Und die werden wir heute wiederholen und damit ist dann der Vorlesungsstoff für heute auch beendet. Und in der nächsten Vorlesung am Donnerstag geht es dann richtig los, praktisch mit dem ersten Kapitel, wo es tatsächlich auch um endliche Automaten und reguläre Sprachen geht, aber eben deutlich vertiefter als im GBI. So, aber jetzt diese grundlegenden Begriffe. Also es geht los, wir betrachten ein Alphabet, Sigma. Das ist eine endliche Menge von Zeichen. In der Vorlesung wird das meistens die Menge 0,1 sein. Ja? Also die Menge mit den beiden Zeichen 0 und 1. Also das Alphabet heißt immer Sigma. So, und ein Wort W über einem bestimmten Alphabet ist eine Folge von Zeichen aus dem Alphabet, die auch leer sein kann, also die Länge 0 haben kann. Wenn unser Alphabet Sigma 0,1 ist, dann sieht so ein Wort so aus, etwa 0,0,1,0,0,1,0. Ja? Folge von Zeichen aus dem Alphabet Sigma gleich 0,1.
Und besonders erwähnenswertes Wort ist eben das, ist die leere Folge der Länge 0 und das wird immer mit Epsilon symbolisiert. Die Menge aller Wörter über einem Alphabet Sigma wird mit Sigma Stern bezeichnet. Menge aller Wörter über 0, 1, Sigma Stern. Ah, kann man mal versuchen aufzuschreiben, indem man der Länge nach die Wörter, die man über 0, 1 bilden kann, hinschreibt. Da ist erstmal das Wort der Länge 0 zu erwähnen, das ist dieses Epsilon, dann die Worte der Länge 1, das ist die 0 und die 1, dann die Worte der Länge 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 und so weiter. Und Sie merken dann sehr schnell, das geht immer so weiter, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also auch wenn Sie ein sehr kleines, endliches Alphabet haben, ist die Menge aller Wörter über dem Alphabet unendlich. So, diese Bezeichnung Sigma Stern, die werden wir auch in einer allgemeineren Form benutzen. Also dieses Stern, das ist der klinische Abschluss, kommen wir gleich drauf. Man kann auch schon mal daran interessiert sein, die Menge aller Wörter über einem endlichen Alphabet aufzuschreiben und zu betrachten, bei denen die Wörter nur bis zu einer bestimmten Länge betrachtet werden, also etwa Menge aller Wörter mit Länge n über einem Alphabet. Sigma wird mit Sigma hoch n abgekürzt. Also wenn Sigma wieder unsere Menge 01 ist, dann werden die Menge der Wörter der Länge 0, Sigma hoch 0, das ist dann nur das leere Wort, Epsilon. Menge der Wörter der Länge 1, Sigma hoch 1, das wäre dann die Menge, die das Wort 0 und das Wort 1 enthält. Sigma hoch 2, die Wörter der Länge 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 und so weiter. Ja, wie entstehen diese Wörter? Ja, indem man Zeichen aneinander reiht. Das kann man natürlich, dieses Aneinanderreihen, auch auf Wörter anwenden. Das nennt man Konkatenation. Die Konkatenation zweier Wörter, W1 und W2, ist einfach nichts anderes als W1 und drangehängt W2. Wenn man das als eine Operation betrachtet, dann würde man der Operation ein Zeichen geben und das Zeichen für die Konkatenation, für die Operation Konkatenation ist so ein Punkt, aber den lassen wir typischerweise weg. Ja? Also Konkatenation aus W1 und W2 schreiben wir als W1, W2. Ja? Also Beispiel, wenn W1, 0, 0, 1 ist und W2, 1, 1, 0 ist, dann wäre W1 konkateniert mit W2 nichts anderes als 0, 0, 1, 1, 1, 0. Und natürlich kann man ein einzelnes Wort auch k-mal hintereinander, also k-mal mit sich selbst konkatenieren. Ja, das ist dann, schreibt man dann als W hoch K. Das heißt nichts anderes als W k-mal aneinander gehängt. Das kann man natürlich auch systematisch machen. Nullmal aneinander hängen, einmal aneinander hängen, zweimal aneinander hängen und so weiter. Nullmal aneinander hängen heißt das leere Wort bilden. Ja, einmal aneinander hängen heißt das Wort selber betrachten, zweimal aneinander hängen heißt das Wort gefolgt von dem Wort und so weiter. Gut, so und jetzt kann man über einem Alphabet eine formale Sprache betrachten. Eine formale Sprache L über einem Alphabet Sigma ist nichts anderes als eine Teilmenge der Menge aller möglichen Wörter, die man über Sigma bilden kann. Menge aller Wörter über Sigma haben wir eben schon betrachtet, das ist die Sigma-Stern. Ja? Und jede Teilmenge von Sigma-Stern ist eine formale Sprache. Nur typischerweise beschreibt man die nicht, indem man einfach diese Wörter aufzählt. Insbesondere da Sigma-Stern ja unendlich ist, kann auch eine formale Sprache L' unendlich sein. Ja. Das heißt also, sie zu beschreiben, indem sie einfach die Wörter in dieser Menge hintereinander schreiben, das ist dann eine mühselige Angelegenheit. Man würde also eine andere Beschreibungsform suchen. Man kann
manchmal die Wörter einfach so, sagen wir, umgangssprachlich charakterisieren. Etwa die Menge aller Wörter über 01, deren vorletztes Symbol 0 ist. Das kann ich so umgangssprachlich, wie ich es gerade gemacht habe, beschreiben, aber wir sind natürlich daran interessiert, möglichst kompakte mathematische Beschreibungen zu verwenden. In dem Fall, wenn L' die Menge aller Wörter über 01, deren vorletztes Zeichen 0 ist, mathematisch beschreiben will, dann könnte man sagen, L' ist gleich Menge aller Wörter der Form W0z. W ist ein Wort aus Sigma Stern, ja, es kann was Längeres sein. Und Z ist ein Symbol aus Sigma. Ja, das ist eine mathematische Beschreibung der Sprache aller Wörter, deren vorletztes Zeichen wohl ist. Okay, und jetzt sind wir also von den Wörtern zu Sprachen gekommen, zu formalen Sprachen gekommen. Und auf Sprachen kann man auch Operationen ausführen, die sich runterbrechen lassen auf diese Operationen auf Ebene der Wörter, die wir eben schon hatten. So kann man auch das Produkt zweier Sprachen bilden, ja, basierend auf Konkatenation. Also wenn L1 und L2 formale Sprachen sind, irgendwelche, dann ist das Produkt L1 mal L2 definiert als die Menge der Wörter, W1 konkateniert W2, W1 ist aus L1, W2 ist aus L2. Ja? Beispiel. Wir bilden das Produkt aus zwei Sprachen, die wir schon kennen. Wenn eine formale Sprache eine Teilmenge von Sigma Stern ist, nicht unbedingt echte Teilmenge, dann ist also insbesondere Sigma Stern selber eine formale Sprache. Und andererseits könnte man zum Beispiel die formalen Sprache 00, die nur die Wörter 0001 enthält, nehmen und das Produkt aus beiden bilden. Dann kann man natürlich auch das k-fache Produkt einer Sprache mit sich selber bilden, abgekürzt L hoch k. Und das k, das könnte jetzt 0 sein, 1 sein, 2 sein und so weiter. Schauen wir uns das also mal konkret an. Wir hatten eine sehr kleine endliche Sprache, nämlich die Sprache L gleich 00,1, also besteht nur aus zwei Wörtern, dem Wort 00 und dem Wort 1. Wenn man da jetzt das nullfache Produkt bildet, dann sind das alle Wörter, die man bekommt, indem man eine nullfache Konkatenation von Wörtern aus L macht. Das ist dann die Sprache L0, die nur das leere Wort enthält. Einfache Konkatenation, also L hoch 1, ist die Sprache selber. Zweifache ist also die Sprache mal der Sprache. Das heißt, alle möglichen Wörter, die ich bilden kann, indem ich ein Wort zum ersten Mal von der Sprache konkateniere mit einem Wort aus der Sprache selber, sozusagen an der zweiten Stelle steht. Also hier 001 mal 001, da kriege ich 00 konkateniert mit 00, das ist das Wort 0000. Oder 00 konkateniert mit 1, das ist das Wort 001. Oder das 1 konkateniert mit 00, das ist 100. Oder 1 konkateniert mit 1, das ist 11. L hoch 3, und hier meinetwegen, ja, L hoch 3, dann nehme ich mir erstmal L hoch 2 her und bilde das Produkt mit L und dann kriege ich diese Wörter und so weiter. Ja? Gut, wir werden manchmal auch über Wörter sprechen in einer beschreibenden Weise und da benutzen wir die Worte Präfix, Suffix, Teilwort. Präfix, das ist irgendwas, was den vorderen Teil des Wortes bilden kann. Suffix ist etwas, was den hinteren Teil des Wortes bilden kann. Und Teilwort ist alles. Suffixe, Präfixe, Suffixe oder irgendwas, was in der Mitte stehen kann. Also, wenn wir das Wort Tal betrachten, dann sind die Präfixe das leere Wort, darf man nicht vergessen. Ne? Nur T, TA, und Tal, also alles, was Sie von vorne nach hinten lesend an Teilworten bekommen. Die Suffixe ist alles, was Sie von irgendwo im Wort
bis zum Ende lesend bekommen. Also Epsilon, das steht hier ganz hinten, nur L, AL und Teil. Und Teilworte, das sind alle Präfixe und alle Suffixe, also die Menge P vereinigt der Menge S, plus zusätzlich Worte, die weder Präfix noch Suffix sind, aber im Wort vorkommen. Das ist hier nur der Buchstabe A. Gut, und jetzt wird es ein bisschen spannender. Jetzt schauen wir uns systematisch an, welche Operationen Sie auf Sprachen anwenden können. Produktbildung hatten wir ja schon. K-faches Produkt bilden, Sonderfall, nullfaches Produkt bilden. Aber Sprachen sind ja insbesondere einfach Mengen. Das heißt also, Sie können auch Mengenoperationen auf Sprachen als Operationen anschauen. Und unter den Operationen, die hier stehen, ist eigentlich nur noch eine so richtig spannend, diese Quotientensprache. Aber vielleicht gehen wir mal der Reihe nach durch. Also Produktsprache haben wir uns gerade schon angeguckt. Also wenn Sie zwei Sprachen L1 und L2 betrachten, dann können Sie das Produkt L1 mal L2 bilden und kriegen dann also die Menge aller Wörter W1 konkateniert W2. W1 ist aus L1, W2 ist aus L2. Wenn Sie das K-fache Produkt einer formalen Sprache L bilden, bekommen Sie also die Menge aller Wörter W1 konkateniert W2 konkateniert WK. WI ist aus L, für I zwischen 1 und K. Wenn Sie L hoch 0 bilden, also K gleich 0 betrachten, kriegen Sie einfach nur die Sprache, die Epsilon enthält. So, und dann können Sie natürlich sagen, ich vereinige jetzt alle möglichen L hoch K für K von 0 bis unendlich. Also die Vereinigung I größer gleich 0, L hoch I. Das ist der sogenannte Kleinsche Abschluss und der wird bezeichnet als L-Stern. Das heißt insbesondere hier, wenn Sie also I größer gleich 0 betrachten, L hoch I und all diese L hoch I vereinigen, dass Sie selbst, wenn Sie in Ihrer Ausgangssprache L das leere Wort nicht drin haben, Sie es über sozusagen diese Kleinsche Abschlussbildung reinbekommen. Ja, denn da ist L hoch 0 dabei und L hoch 0 ist die Sprache, die nur das leere Wort enthält. Wenn Sie das leere Wort nicht dabei haben wollen, das kann schon mal passieren, dann würde man sagen, ich mache dasselbe, nur ich fange erst bei I gleich 1 an. Ja, also ich betrachte die Vereinigung I größer gleich 1, L hoch I. Diesen Abschluss nennt man positiven Abschluss und er wird abgekürzt als L plus. Und am Anfang hatte ich ja mal irgendwann gesagt, Sigma Stern. Wir betrachten Alphabet Sigma und Sigma Stern ist die Menge aller Wörter über Sigma. Das ist im Prinzip der Kleinsche Abschluss der Sprache Sigma. Also statt L steht da Sigma. Wir machen die Vereinigung I größer gleich 0, Sigma hoch I. Dann kriegen Sie diesen Sigma Stern. Ja. Hier kriegen Sie bei L Stern also die Menge aller Sprachen, die Sie durch beliebige Konkatenation inklusive nullfache Konkatenation von Worten aus L bekommen können. So, gehen wir noch zu diesem letzten. Also ich habe ja gesagt, die Sprachen sind insbesondere Mengen, also können auch Mengenoperationen anwenden, also Vereinigung, Durchschnitt habe ich nicht hingeschrieben, aber interessant ist schon manchmal die Komplementsprache zu betrachten und das habe ich hier hingeschrieben, weil man sich da einmal klar machen muss, was ist die Grundgesamtheit bezüglich der das Komplement betrachtet wird. Also wenn L eine Sprache ist über Sigma, dann ist L ja eine Teilmenge von Sigma Stern. Wenn ich dann die Komplementsprache von L betrachte, ist das also nichts anderes als Sigma Stern ohne L. Ja, also all die Wörter in Sigma Stern, die nicht in L sind. So, und jetzt diese Quotientensprache. Quotientensprache zwischen zwei Sprachen L1 und L2. Das ist die Menge der Worte aus Sigma Stern, für die gilt. Es gibt in L2 ein Wort Z, so dass WZ, also dieses W, Z drangehängt, in L1 ist. Also andersrum, umgangssprachlich ausgedrückt, Sie betrachten Wörter, die entstehen aus Wörtern aus L1 durch Wegstreichen
eines Suffix aus L2. Ja? Also WZ ist aus L1 und das W entsteht, indem ich hier diesen Suffix Z, der in L2 ist, wegstreiche. Ja? Das ist Quotientenbildung. Also dann ist auch, wenn dieses Wegstreichen oder Wegkürzen sich klar macht, ist auch klar, warum das Quotientenbildung heißt. Okay, und jetzt die regulären Sprachen. Also über solche Operationen wie Produktbildung von Sprachen, Vereinigung von Sprachen, klinischer Abschluss, Komplement und so weiter, könnte man natürlich jetzt Sprachklassen produzieren. Ich sage also, wenn ich bestimmte Sprachen habe, von denen ich sage, die gehören da in meine Klasse von Sprachen, die mich interessiert, dann kann ich durch irgendwelche dieser Operationen neue bilden und sagen, das ist eigentlich die Sprachklasse, die mich interessiert. Und eine besondere Rolle spielen darunter die regulären Sprachen, weil die über ganz bestimmte Operationen auf Sprachen entstehen, die, das werden Sie dann sehen, auch anderweitig Bedeutung hat. Das vielleicht vorneweg geschickt. Am Anfang habe ich ja gesagt, wir betrachten einerseits Abstraktionen von Berechnungsmodellen und andererseits Abstraktionen von Programmiersprachen. Und die beiden kommen natürlich, die beiden Konzepte kommen zusammen, wenn ich mich frage, welche Art von Sprachen werden von welchem Berechnungsmodell erkannt. Ja? Und die regulären Sprachen haben halt eine besondere Bedeutung, weil die gerade zu den endlichen Automaten gehören. So wie sind reguläre Sprachen definiert, also ich eine Sprache L über einem beliebigen endlichen Automat Sigma heißt regulär, wenn sie auf eine ganz bestimmte Art produziert werden kann und die Definition jetzt ist jetzt induktiv, das heißt fängt mit so Anfangssprachen an und dann kann ich auf diesen bestimmte Operationen ausführen und alles, was ich auf die Art bekomme, heißt regulär. Die Anfangssprachen sind alle Sprachen, die genau ein Symbol aus dem Alphabet enthalten. Also alle Sprachen L gleich Sprache mit dem Symbol A und sonst nichts. Und A ist ein Element unseres Alphabets Sigma. Außerdem gehören zu den Anfangssprachen die leere Menge und die Sprache, die nur Epsilon enthält. So, das ist jetzt sozusagen Induktionsanfang dieser induktiven Definition von regulären Sprachen. Und dann ist die Frage, wie kann ich jetzt mit regulären Sprachen neue reguläre Sprachen bilden? Oder wann ist eine Sprache, bei welcher sozusagen, welcher Art von Operation bleibe ich innerhalb der regulären Sprachen? Nun gut, wenn ich das Produkt zweier regulärer Sprachen bilde, kommt wieder eine reguläre Sprache raus. Wenn ich die Vereinigung zweier regulären Sprachen bilde, und wenn ich den klinischen Abschluss einer regulären Sprache bilde. Also alle Sprachen, für die ich sagen kann, die sind irgendwie über Anwendung solcher Operationen entstanden, heißen regulär. Gucken wir uns das mal ein Beispiel an. Wir hatten eben die Menge der Wörter über 0,1, deren vorletztes Symbol 0 ist. Ja, und wir hatten die auch mathematisch beschrieben, diese Sprache. Die kann man jetzt auch anders beschreiben. Die kann man jetzt auch beschreiben über die Produktionsregeln, über die sie aus irgendwelchen Anfangssprachen der regulären Sprachen entsteht. Gucken wir uns den Ausdruck mal an. Vorletztes Symbol soll 0 sein. Also irgendwo muss ich sagen, hier, da muss auf jeden Fall eine 0 stehen. Dahinter kommt noch genau ein Zeichen, das kann eine 0 sein oder eine 1. Und davor können beliebige Wörter über 0,1 stehen, kann auch das leere Wort sein. Über diese Überlegung komme ich drauf, dass ich die Produktion der Sprache, die genau die Wörter über 0,1 enthält, deren vorletztes Symbol 0 ist, folgendermaßen aussieht. Ich betrachte die Anfangssprache, Menge mit dem Wort 0 und Menge mit dem Wort 1. Und bilde hier mal die Vereinigung der beiden, das heißt, kann 0 oder 1 wählen und hier hinten auch die Vereinigung der beiden.
Und dann bilde ich hier den cleanschen Abschluss über der Vereinigung, was nichts anderes heißt. Was ich hier bekomme, sind alle möglichen Worte über 01, inklusive dem leeren Wort. Hier hinten bekomme ich nur die beiden Wörter 0 und 1. Und wenn ich die dann konkateniere von vorne und von hinten mit der Sprache, die nur 0 enthält, bekomme ich gerade die Sprache aller Wörter über 01, bei denen das vorletzte Symbol 0 ist. So, und wenn ich das jetzt mal so von unten aufbaue und dran schreibe, ja, welche der Produktionsregeln von diesen hier habe ich ja angewendet. Und sage also, die hier Anfangssprache bilden, ist die Produktionsregel 1 und das wäre Produktionsregel 2, das wäre Produktionsregel 3 und das wäre Produktionsregel 4. Dann ist also diese Beschreibung von L entstanden, indem ich erst also diese Sprache mit Produktionsregel 1 bilde und diese und diese und diese und diese. Und dann, wenn ich hier Vereinigung bilde, Produktionsregel 4 anwende. Ja, ich glaube, die Zählung war jetzt eine andere. Gehen wir von hinten nach vorne. Also das ist 5, das ist 4, das ist 3, das ist 1. Ich weiß jetzt nicht, was 2 ist, aber ist ja egal. Also Produktionsregel 4 ist die Vereinigung. Produktionsregel 5 ist der cleansche Abschluss. Dann habe ich hier also erstmal Produktionsregel 4 und hier Produktionsregel 4 angewendet. Dann habe ich hier mit cleansche Abschlussbildung Produktionsregel 5 angewendet. Und dann die Konkatenation, das ist Produktionsregel 3, habe ich hier und hier angewendet. So. Das heißt also damit, dass ich die Menge aller Wörter über 01, deren vorletztes Symbol 0 ist, auf diese Art und Weise hinschreiben konnte, habe ich insbesondere auch ja, nachgewiesen, dass die Sprache regulär ist. Und diese Schreibweise, die ich da verwendet habe, um das zu beschreiben, ist die Schreibweise des regulären Ausdrucks. Sowas haben Sie auch in GBI schon verwendet, ja. Die Art, wie wir reguläre Ausdrücke hinschreiben, sieht ein klein bisschen anders aus, ist aber dasselbe gemeint. Das heißt also, wie wir gerade gesehen haben, kann eine reguläre Sprache über einem Alphabet Sigma über einen regulären Ausdruck beschrieben werden, der genau beschreibt, wie diese Sprache erzeugt wird oder Anwendung von Regeln, die bei der Produktion von regulären Sprachen zugelassen sind. Und diese Ausdrücke werden in einer gewissen Weise hingeschrieben, und zwar in einer Schreibweise, die nah dran ist an dem tatsächlichen Aussöhnen der dahinterliegenden Sprachen. Also, das hier ist sozusagen der reguläre Ausdruck, der beschreibt die Sprache, die nichts anderes ist als die leere Menge. Ja, zu den Anfangssprachen gehört ja insbesondere die leere Menge, ja. Und dann nehmen wir so ein Symbol, was wie die leere Menge aussieht. Und dann gibt es ja insbesondere als eine Anfangssprache die Sprache, die nur das leere Wort enthält. Und die beschreiben wir durch so ein dickes Epsilon. Und dann gibt es diese Sprachen, die genau ein Symbol enthalten. Die beschreiben wir durch ja, das entsprechende Symbol dicker geschrieben. Also die Sprache, die nichts anderes ist als die Menge, die nur das Symbol A enthält. Die schreiben wir so, wenn wir reguläre Ausdrücke hinschreiben, indem wir so ein dickes A nehmen. So, und das kann man jetzt fortsetzen, wenn also Alpha und Beta reguläre Ausdrücke sind, die jeweils eine Sprache L von Alpha bzw. L von Beta beschreiben und wir jetzt auf diese Sprachen wieder Operationen anwenden, dann wird die Sprache, die wir bekommen, zum Beispiel L von Alpha vereinigt L von Beta, da würden wir als regulären Ausdruck schreiben, Alpha vereinigt Beta oder L von Alpha Produkt L von Beta würden wir schreiben, Alpha Produkt Beta und so weiter. Und sicherheitshalber habe ich jetzt im Moment noch Klammern um diese einzelnen regulären Ausdrücke, aber wenn wir die Klammern weglassen können, weil eh klar ist, was in welcher Reihenfolge angewendet wird, dann lassen wir auch die Klammern weg. Ja.
Also, wir schreiben auch einfach nur Alpha statt L von Alpha oder auch statt einfach Alpha mit einer Klammer drum. Und Alpha ist ja der reguläre Ausdruck für die Sprache L von Alpha. Wenn wir jetzt über ein Wort aus der Sprache L von Alpha reden, sagen wir auch schon mal, das Wort ist aus Alpha. Ja. Also ein bisschen mathematisch streng genommen, vielleicht könnte man sagen, das ist aber jetzt nicht sauber, ja, aber so machen wir uns sozusagen das Leben leichter, um über reguläre Ausdrücke, die Sprachen, die zu den regulären Ausdrücken gehören und die Worte, die in den Sprachen drin sind, reden zu können. Ja. So, und ich habe eben gesagt, wenn wir die Klammern nicht brauchen, dann lassen wir die auch schon mal weg. Bei den Produktionsregeln ist so, dass das, was am stärksten bindet, der klinische Abschluss ist. Das ist stärker als Produktbildung. Und Produktbildung ist wieder stärker als Vereinigung. Das ist wie bei arithmetischen Ausdrücken auch. Und wenn also über diese Hierarchie der Produktionsregeln klar ist bei einem längeren Ausdruck, was zuerst angewendet wird, lassen wir auch die entsprechenden Klammern weg. Also wenn man A vereinigt Produkt BC betrachten, dann brauchen wir hier die Klammern um B mal C nicht. Ja? Gut, dann schauen wir uns mal so ein bisschen reguläre Ausdrücke an. Eben hatten wir schon den regulären Ausdruck zu der Sprache der Wörter über 0,1, deren vorletztes Symbol 0 ist. Der sieht so aus, regulärer Ausdruck für die Sprache, die nur 0 enthält, vereinigt der, die nur 1 enthält, davon klinischer Abschluss, konkateniert mit Produkt mit 0, Produkt mit wieder 0 vereinigt 1. Gucken wir mal ein paar andere Sprachen an, etwa die Sprache der Wörter über 0,1, die 1,0 enthält, irgendwo als Teilwort. Kann man sich leicht überlegen, wie man diese Sprache produzieren kann. Ich muss auf jeden Fall dieses 1,0 produzieren. Ja? Und vorne und hinten kann ich irgendwas dranhängen, was Beliebiges. Irgendwas Beliebiges über 0,1, das ist einfach 0 vereinigt 1 in Klammern klinischer Abschluss. Das heißt also, die Sprache der Wörter aus 0,1 Stern, Wort enthält 1,0 als Teilwort, kann ich beschreiben durch den regulären Ausdruck 0 vereinigt 1 in Klammern klinischer Abschluss, 1,0, 0 vereinigt 1 in Klammern klinischer Abschluss. Ähnlich dann oder in gleicher Weise dann Menge der Wörter, die 1,0,1 als Teilwort enthalten, muss dann halt in der Mitte 1,0,1 festschreiben und vorne und hinten kann ich Beliebiges dranhängen. Ein bisschen schwieriger ist vielleicht, wenn man Sprachen betrachtet und eine Sprache betrachtet, bei der bestimmte Konstellationen in den Wörtern nicht vorkommen dürfen. Ja, dann fehlt mir irgendwie so die Verankerung. Ja. Also schauen wir uns mal so ein Beispiel an. Die Menge der Wörter über 0,1, welche das Teilwort, das Wort 1,0 nicht als Teilwort enthalten. Und jetzt behaupte ich mal, der zugehörige reguläre Ausdruck ist einfach 0 Stern, 1 Stern, also klinischer Abschluss von der Sprache, die nur 0 enthält, mal klinischer Abschluss von der Sprache, die nur 1 enthält. Wie kann ich argumentieren, dass dieser reguläre Ausdruck tatsächlich die Menge, die Sprache der Wörter W aus 0,1 Stern, W enthält 1,0 nicht als Teilwort beschreibt? Naja gut, wenn ich so ein Wort hier draus betrachte, aus 0 Stern, 1 Stern, muss ich argumentieren, das ist auch aus L. Und umgekehrt, wenn ich ein Wort aus L betrachte, muss ich argumentieren, das ist auch aus 0 Stern, 1 Stern. Also betrachte ich mal ein Wort, als erstes ein Wort aus 0 Stern, 1 Stern. Naja gut, 0 Stern, 1 Stern enthält alle Wörter, bestehend aus einer beliebigen Folge von Nullen, gefolgt von einer beliebigen Folge von Einsen.
und nichts anderes. In einem solchen Wort kann 1-0 nicht vorkommen. Also ist jedes Wort aus 0-1-Stern auch ein Wort aus der Menge der Sprachen, der Sprache der Wörter, die 1-0 nicht als Teilwort enthalten. So, und umgekehrt, wenn ich jetzt mal ein Wort W aus L betrachte, also ein Wort, von dem ich weiß, es besteht irgendwie aus Nullen und Einsen, aber 1 kommt nicht vor, dass nach einer 1 nochmal eine 0 kommt. Dann kann ich leicht argumentieren, dass dieses Wort in 0-1-Stern ist, denn nach der ersten 1, also wenn in W, erstmal sagen wir mal so, Fallunterscheidung, wenn in W keine 1 vorkommt, dann besteht W nur aus Nullen, also ist W insbesondere aus 0-1-Stern. Wenn eine 1 vorkommt in W, kommt danach keine 0 vor. Das heißt also, das W sieht so aus, das sind erstmal Nullen und irgendwann kommt eine 1 und danach können höchstens nur noch Einsen kommen. Und damit ist es auch ein Element aus 0-1-Stern. Gut, das war jetzt ein sehr einfacher Beweis, aber im Zweifelsfall, wenn man über etwas schwierigere Sprachen spricht, müsste man, wenn man nachweisen will, die Sprache, die mal umgangssprachlich etwa auf eine bestimmte Art beschreiben kann, das umsetzen kann in so eine mathematische Beschreibung der Wörter, die in der Sprache sind, dann nachweisen will, das ist eine reguläre Sprache, die von folgendem regulären Ausdruck, durch folgenden regulären Ausdruck beschrieben wird, dann müssen Sie diese Art von Beweis. Ja. Gut. Endliche Automaten noch kurz. Sie hatten in GBI Mealy-Automaten, Moore-Automaten. Hier in der Vorlesung werden nur endliche Automaten betrachtet. Und so ein endlicher Automat, und erstmal betrachten wir nur deterministische endliche Automaten, bestehen aus einer Zustandsmenge Q, einem Alphabet Sigma, einer Übergangsfunktion Delta, einem Startzustand S und einer Menge von N-Zuständen F. Die Zustandsmenge Q ist endlich. Deshalb heißt der Automat endlicher Automat. Ja? Q ist eine endliche Menge von Zuständen, Sigma das ist eine endliche Menge von Eingabesymbolen. Delta ist eine Übergangsfunktion, die nimmt sich einen Zustand und ein Symbol aus Sigma und abhängig davon, wie dieses Paar aussieht, geht sie in einen Zustand wieder aus Q. Übergangsfunktion. S ist der Startzustand, F ist die Menge der Endzustände. Was heißt das? Also erstmal die Automaten, die wir betrachten, heißen endlich, weil die Zustandsmenge endlich ist. Und um dem ein bisschen Bedeutung zu geben, die Zustandsmenge kann man durchaus interpretieren als sowas wie ein Speicher oder Gedächtnis. Und daran werden wir auch, über diese Interpretation werden wir auch die Grenzen dessen, was ein endlicher Automat kann, verstehen. Und zunächst sind die endlichen Automaten, die wir betrachten, deterministisch. Das heißt, dieses Delta ist wirklich eine Funktion. Das ist für einen Zustand und Symbol genau festgelegt, was der Folgezustand ist. Das ist genau eine Möglichkeit. Es gibt also keine Wahlmöglichkeiten oder sowas oder Zufälligkeiten. Und dann fragt man natürlich, so ein endlicher Automat ist ein Modell, Berechnungsmodell, ja, eine Abstraktion von irgendwie einem Computer, der ja, vermutlich eingeschränkter Natur ist. Und die Frage ist, was können die? Ja? Und worum es immer geht, ist, für eine bestimmte Eingabe, ein Wort, zu schauen, ob der Automat in einen der ausgezeichneten Endzustände kommt. Denn diese ausgezeichneten Endzustände, die sind zuständig, schuld davon, ob das Wort, ob die Eingabe zulässig ist oder ob die akzeptiert wird. Ja. Das heißt also, so ein Automat, wenn man die Berechnung eines Automaten betrachtet zu einer bestimmten Eingabe, ist das Entscheidende, ob nach dem Abarbeiten der Eingabe der Automat in einem der ausgezeichneten Endzustände ist oder in irgendeinem der anderen. Und wir sagen, ein endlicher Automat erkennt oder akzeptiert eine bestimmte Sprache, wenn er nach Abarbeiten eines beliebigen Wortes genau dann in einem dieser
ausgezeichneten Endzustände endet, wenn das Wort in der Sprache ist. Ja? Also, wir haben unser Sigma, über diesem Sigma betrachten wir Sprachen einerseits und andererseits Automaten, die zu diesen, also die dieses Alphabet haben. So, und jetzt betrachten wir einen bestimmten Automat und dann ist die Frage, bei welchen Wörtern endet der Automat bei der Abarbeitung einem der ausgezeichneten Endzustände? Gerade diese Wörter bilden die Sprache, die von dem Automat akzeptiert wird. Normalerweise ist man daran interessiert, ich habe hier den Automat, welche Sprache akzeptiert er denn? Oder allgemeiner, ich betrachte endliche deterministische Automaten insgesamt, also allgemein, so die verschiedensten endlichen deterministischen Automaten, welche Art von Sprachen können die denn erkennen oder akzeptieren? So, eine formale Sprache heißt endliche Automatensprache, wenn es einen endlichen Automaten gibt, der sie erkennt. Und die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, welche Sprachklasse ist das? Und das erzähle ich keine, decke ich jetzt keine großen Überraschungen auf oder großen Geheimnisse auf. Das sind die regulären Sprachen. Das ist sozusagen ein erster Punkt, sich damit zu beschäftigen, dies nachzuweisen. So, wir malen, also wir schreiben endliche Automaten hin, indem wir sie sozusagen grafisch darstellen, zumindest meistens. Ja. Das ist eine deutlich kompaktere Beschreibung eines endlichen Automaten, als wenn man insbesondere die Übergangsfunktion genauer beschreibt. So, und die grafische Darstellung von so einem endlichen Automat ist, die Zustände sind solche Knoten, da steht dann der Name des Zustands drin, und die Übergänge werden über solche Pfeile angedeutet bezeichnet. Und da wir ja jetzt erstmal nur deterministische endliche Automaten betrachten, gibt es von jedem Zustand aus für die möglichen Symbole, die gelesen werden können, also die Symbole aus dem Alphabet des Automaten, jeweils genau einen Übergang in irgendeinen anderen Zustand. Anfangszustand wird typischerweise S genannt, manchmal auch Q0, der wird bezeichnet durch so einen eingehenden Pfeil. Endzustände werden bezeichnet durch so einen Doppelkreis. Also hier haben wir einen Automaten mit 4 Zuständen. Der Anfangszustand ist S, die Endzustände sind Q2 und Q3. Das Alphabet ist 0,1 und die Übergangsfunktion ist eben über diese Pfeile dargestellt. Und da wird man sich jetzt fragen, ja, welche Sprache akzeptiert denn dieser Automat? Naja, das durchgängige Beispiel, Sprache der Wörter über 0,1, deren vorletztes Symbol 0 ist, passt hervorragend hierhin. Da kommt man auch drauf, wenn man einfach den Automat sich genauer anguckt und sagt, naja gut, was kann mich denn in einen Endzustand Q2 oder Q3 führen? Fangen wir mal mit Q2 an. Nach Q2 kann ich höchstens über Q1 oder über Q3 kommen. Und um vorher in Q1 gewesen zu sein, muss auf jeden Fall vorher eine 0 gelesen werden, denn nach Q1 komme ich nur durch Lesen einer 0. Bei Q3 ist es genauso. Nach Q3 komme ich nur durch Lesen einer 0 von irgendwoher, beziehungsweise bei Lesen einer 0 bleibe ich in Q3. Das heißt also tatsächlich, die Wörter, die mich von S aus nach Q2 führen, sind dadurch zu charakterisieren, dass das vorletzte Symbol 0 ist. Genauso kann ich für Q3 argumentieren und dann müsste ich noch, dass da das Gleiche gilt, dann muss ich noch argumentieren, dass auch kein Wort, dessen vorletztes Symbol 0 ist, mich zu irgendeinem anderen Zustand führt, der nicht zu diesen Endzuständen Q2, Q3 gehört. So, als letzter Begriff der Wiederholung, kontextfreie Grammatiken. Intensiver werden wir uns mit kontextfreien Grammatiken erst gegen Ende der Vorlesung beschäftigen, aber da Sie kontextfreie Grammatiken in GBI hatten, hier nochmal die Wiederholung. Eine kontextfreie Grammatik besteht aus einem Alphabet, das ist genauso wie bei regulären Sprachen oder Automaten, typischerweise mit Sigma bezeichnet, und noch einer weiteren Menge von Symbolen, V, einem Startsymbol, groß S, und einer Menge von Regeln. Also das Sigma ist wieder ein endliches Alphabet und dieses V ist auch eine endliche Menge von Symbolen.
Aber das soll eine sein, die mit Sigma einen leeren Schnitt hat. Die werden auch Variablen genannt und dieses Startsymbol ist ein Element aus dieser Variablenmenge. Und dann habe ich eben sogenannte Ableitungsregeln. Die kann man entweder als so ein Tupel links-rechts schreiben oder mit Hilfe von so einem Pfeil. Erstmal als Tupel links-rechts, also linke Seite der Regel, rechte Seite der Regel. Auf der linken Seite steht bei kontextfreien Sprachen immer ein Symbol aus V, also genau eine Variable. Auf der rechten Seite kann ein beliebiges Wort über Sigma vereinigt V stehen. Das ist schon alles, als sozusagen Charakterisierung von kontextfreien Grammatiken gegenüber irgendwelchen anderen Grammatiken, wo bei den Regeln links vielleicht längere Worte stehen können oder rechts nur die Wörter eingeschränkt werden. Ja, da kann man sich ja alles Mögliche vorstellen. Also bei kontextfreien Sprachen, also ein Symbol aus der Menge der Variablen kann ersetzt werden durch ein beliebiges Wort. Genau ein Symbol, das heißt insbesondere, wo auch immer so ein Symbol vorkommt, das ich entsprechend einer der Regeln ersetzen kann, kann ich dieses Symbol ersetzen, unabhängig, was davor und dahinter steht. Deshalb kontextfrei. Ja, der Kontext spielt keine Rolle für sozusagen die Anwendung dieser Produktionsregel. Und wir schreiben sowas dann auch als L-File R, was heißt, das, was da links steht, was in dem Fall von kontextfreien Grammatiken eine Variable ist, kann ersetzt werden durch das, was da rechts steht, was im Fall von kontextfreien Grammatiken ein beliebiges Wort über Sigma vereinigt V sein kann. Und nochmal, was bedeutet das? So eine Regel L, R. Wenn in irgendeinem Wort W das Zeichen L vorkommt, dann darf ich L in W durch R ersetzen. So, und wenn man das macht bei W, dann entsteht ja aus W ein neues Wort, Z, dann schreibt man auch W-Pfeil Z, um diese sozusagen Ersetzung zu beschreiben oder Anwendung dieser einen Ableitungsregeln. Und wenn man durch Anwendung von mehreren Ableitungsregeln aus W ein Wort Z bekommt, dann schreibt man auch schon mal W-Pfeil Z mit so einem Stern über dem Pfeil. Wenn man genau weiß, wie viele Regeln es war, dann würde man da vielleicht auch sagen, über so viele Regeln, aber wenn das irgendwie eine beliebige Anzahl von Regeln sein kann, dann schreibt man eben Stern. Und jetzt kann man natürlich dann aus so einer Grammatik durch Anwenden der Regeln eine Sprache erzeugen. Ja? Das ist sozusagen die Sprache, die ich erzeugen kann, indem ich das Startsymbol S betrachte und alle möglichen Anwendungen von Regeln und was dabei rauskommt. Ja, das heißt also von der Grammatik G, von der Grammatik G erzeugte Sprache, L von G ist nichts anderes als die Menge aller Wörter, Z aus Sigma Stern, die ich aus S erzeugen kann durch eine beliebige Anwendung von Regeln der Grammatik G. Bei kontextfreien Grammatiken interessiert uns eigentlich dann eben, welche Sprache wird daraus produziert. Wenn man jetzt das Charakteristische von kontextfreien Grammatiken betrachtet und sagt, alle diese Grammatiken, die dieses Charakteristische haben, und das Charakteristische ist ja, wie diese Regeln aussehen, welche Sprachklasse kriege ich dann? Ja? Eine Sprachklasse haben wir ja jetzt schon kennengelernt vorhin, die regulären Sprachen. Ja, die sind über bestimmte Operationen definiert. Hier haben wir jetzt möglicherweise eine andere Sprachklasse, die über bestimmte Regeln definiert sind. Und das wird so im hinteren Teil der Vorlesung so ein Thema sein, dass wir solche Regelsysteme, Grammatiken betrachten, wie wir es hier für kontextfreie Sprachen gesehen haben und die Sie eben auch kennen aus GBI, und sozusagen die allgemeineren und die eingeschränkteren Formen, wie so eine Grammatik aussehen kann und die interessanten Klassen der entsprechenden Grammatiken und Sprachen, die man bekommt. Da werden dann die regulären Sprachen eingeordnet werden irgendwo. Ja, wir haben die kontextfreien Sprachen über diese Grammatik. Man wird sich interessieren, wie kann ich denn die regulären Sprachen darüber beschreiben, welche Art von Produktionsregeln entsprechend also nach einer Grammatik hier angewendet werden können. Und das ist schon mal so ein
ja, ein Aspekt der Vorlesung, ja, solche Sprachen zu betrachten, danach, wie die Grammatiken aussehen, über die ich Sprachklassen bekomme. Und der andere Aspekt der Vorlesung ist das, was sozusagen eine Art Verallgemeinerung ist von diesem Berechnung, Abstraktion eines Computers, endlicher Automat. Wir werden also Berechnungsmodelle betrachten, das ist neben dem endlichen Automat die Turing-Maschine und der Kellerautomat, und wir werden Sprachklassen betrachten, die man etwa über Grammatiken beschreiben kann, und wir werden die beiden Konzepte zusammenbringen. Das sind sozusagen die zwei Dimensionen, und die dritte Dimension ist dann noch sozusagen die Schranken dieser Konzepte. Was kann ich alles über welche Art Grammatik ausdrücken? Was kann ich an Sprachen über welche Art von Berechnungsmodell erkennen? Das ist die dritte Dimension. Und das dann auch ein bisschen verfeinert über die Frage, und wie komplex ist das denn? Ja, und dann haben wir eigentlich schon die Dimensionen, um die es sich hier in der Vorlesung handelt, im Wesentlichen abgehandelt. Es gibt dann am Schluss noch ein Thema, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, und das ist Codierungstheorie. Aber ich glaube, das wäre es dann für heute. Ah nee, ups. Oh Mann, ja, dann, also es sind noch zwei Folien, dann ein Beispiel. Das hatte ich vergessen, dass das kommt, aber das gehen wir noch schnell durch. Also, zurück zu den kontextfreien Grammatiken. Also wir wissen jetzt, wie die charakterisiert sind, und jetzt ein Beispiel einer Sprache, die man über eine kontextfreie Grammatik bekommt. Und das ist jetzt also eine konkrete Grammatik. Unser Alphabet ist wieder 0,1. Die Variablenmenge besteht nur aus S. Ja, das S brauchen wir, aber hier haben wir auch nicht mehr als das S. Und wir haben jetzt zwei Regeln. S darf ersetzt werden durch das Wort 0,1 und S darf ersetzt werden durch 0,S,1. Das schreiben wir auch oft in so einer verkürzten Form. Und dann ist jetzt die Frage, welche Wörter kommen denn eigentlich dann raus, wenn man diese Grammatik benutzt? Naja, gut. Ich kann S ersetzen durch 0,1 oder durch 0,S,1. Also 0,1 ist auf jeden Fall schon mal in der Sprache. Aber ich kann natürlich jetzt hier diese Regeln wieder anwenden. Also ich könnte jetzt dieses S ersetzen durch 0,1, dann kriege ich 0,0,1,1. Oder das S ersetzen durch 0,S,1, dann kriege ich 0,0,S,1,1. Und so weiter und so weiter. Und was passiert da? Naja, gut. Ich habe das Wort 0,1, ich habe das Wort 0,0,1,1, ich habe das Wort 0,0,0,1,1,1. Die Produktionsregeln sind so, in der Mitte kann ich was produzieren. Ja? Das ist, sieht aber immer so aus, wenn ich eine 0 produziere, produziere ich dahinter auch eine 1. Ja? Das heißt also, die Wörter sehen alle so aus, eine bestimmte Anzahl von Nullen, gefolgt von der gleichen Anzahl von Einsen. Das kann beliebig lang werden, fängt bei einer Null gefolgt von einer Eins an, geht weiter zwei Nullen gefolgt von zwei Einsen und so weiter, aber die Produktionsregeln sind so, immer wenn ich dann noch in der Mitte eine Null an die letzte Null, die ich bisher produziert habe, anhänge, dann kommt danach auch eine zusätzliche Eins. Das heißt also, die Sprache, die über diese Grammatik produziert wird, ist die Menge der Wörter 0 hoch n, 1 hoch n. Ja? Mit n natürliche Zahl. Das leere Wort kann ich hiermit erstmal nicht produzieren. Ne? Also das ist hier wirklich die n ohne die 0. Das, die Menge der natürlichen Zahlen ohne die 0. Also gleiche Anzahl von Nullen, Anzahl von Nullen gefolgt von der gleichen Anzahl von Einsen. Wir hatten eben so als Beispiel im Zusammenhang mit regulären Sprachen und endlichen Automaten auch die Sprache über dem Alphabet 0,1, die all die Worte enthält, deren vorletztes Zeichen 0 ist. Da könnte man jetzt natürlich auch als Spielbeispiel mal gucken, wie sieht denn die Grammatik dazu aus? Also unser Alphabet ist 0,1. Ich nehme als Variablenmenge S und eine Variable a und eine Variable b. Und mit folgenden Regeln, behaupte ich mal, geht's.
die Regel S kann ersetzt werden durch A0 oder durch A1. A kann ersetzt werden durch B0 und B kann ersetzt werden durch das leere Wort, durch B0 und durch B1. Wenn ich mir dann einfach mal angucke, wie sehen denn so Ableitungen aus, also von S geht es nach A0 oder A1, dann kann ich als nächstes nichts anderes machen, als das A irgendwie ersetzen. A kann ich ersetzen durch B0, das heißt also von da geht es weiter, ich kriege das Wort B00 oder das B01, je nachdem, ob ich A0, A in A0 oder A in A1 ersetze. Und von da geht es nur noch irgendwie weiter, indem ich B ersetze. B kann ich ersetzen durch Epsilon und B kann ich ersetzen durch B0 und B kann ich ersetzen durch B1. Das heißt also, hier geht es jetzt irgendwie vorne weiter, aber was auf jeden Fall bleibt, ist, hinten steht 00 oder 01. Ja, das heißt also, ich habe auf jeden Fall schon mal garantiert, dass das vorletzte Symbol 0 ist. Und durch diese Ersetzungen von B kann ich hier vorne alles produzieren, was ich mir noch so wünschen kann. Ja? So, und wie eben schon gesagt, wir werden also weitere Grammatiken kennenlernen, die auch mehr produzieren können als zum Beispiel kontextfreie Grammatiken. Und wir werden sozusagen die Bezüge zwischen Grammatiken und Maschinenmodellen herstellen. Und das wäre es dann wirklich für heute.